Jo Leute, habe die Ehre, Gamer Engineers. Ich darf euch ganz herzlich zum neuen Part Super Mario Galaxy über das 3D-Sammelsurium der Nintendo Switch begrüßen. Und außerdem habe ich meinen Cooperator dabei. Hallo für Aprilius. Servus. Ja, im letzten Part haben wir halt einen zweiten Luigi gesehen. Ja, in der Geistergalaxie, du hast ja die Parts verfolgt, soweit ich das gesehen habe. Ja. Ich mache jetzt gerade mit Luigi ein bisschen Blödsinn. Ja. Aber ich würde mir vorschlagen, wir gehen direkt in die Welten. Ja. Du kennst dich ja in Mario Galaxy zumindest ein bisschen aus. Ja. Scheiß Fliege da vorne. Ja, heute gibt es ausnahmsweise mal keine Real-Life-Story, daher ja Aprilius dabei ist. Ich würde mal sagen, mit dir zu quatschen ist da eher was Interessanteres. Ja. Wir haben die Schwimmland-Galaxie. Die Phantomgalaxie, den Glasstrand und Testblase. Ja, meine Blase ist auch gut im Testen. Typisch da. DMNZ oder? Dance. Er weiß noch nicht ganz, also Aprilius ist neu hier auf dem Kanal, ist auch generell neu auf YouTube. Ja. Er hat mich auch schon im ersten Part. Er hat direkt angekündigt. Ups, falscher Knopf. Direkt angekündigt. Ja. Muss ich ja. Alles klar, okay, wir müssen einen Rennbuchu besiegen. Nennt man sowas Geisterfahrer? Ich weiß es ja nicht, man kann ja sein. Wenn er auf der falschen Seite, der Straßenseite fährt, dann... Dann schon, ja. Okay, ja. Hier haben wir ein Sternentor. Wo schießt mich das eigentlich hin? Und das untere waren, glaube ich, zwei schwarze Löcher. Oh! Mein Aufsprint! Okay, wir sind jetzt blöderweise in der Geheimgalaxie gelandet. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber macht nicht allzu viel. Denn irgendwann müssen wir ja auch den Stern holen. Also ja. die Reihenfolge ist jetzt eigentlich egal. Okay, das bringt nichts. Na, der rennt. Oh. Ja, stimmt, das bewegt sich jetzt erst zurück. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Macht nichts, wir haben genug Leben abgeholt. Das geht sich hier locker aus. Im Übrigen nicht wundern, warum die Audioqualität jetzt ein bisschen anders ist. Wir nehmen zu zweit über ein Mikro auf. Das hat den Vorteil, dass ich nur eine Audiospur korrigieren muss, sollte irgendwas sein. Und dadurch klingen auch unsere Stimmen ein bisschen anders, weil ich sitze jetzt logischerweise ein bisschen weiter weg vom Mikro, Leute. Das wird aber jedem von euch klar sein. Ja. Ja, und wir haben uns einfach mal entschieden, dass wir zusammen halt alles aufnehmen. Für vier Parts sind wir. Vier, fünf Parts so. Ja, je nachdem, wie wir Spaß dran haben. Es kann sein, dass er später nochmal im Let's Play auftauchen wird, der Gute. Aber vorläufig mal werfe ich ihn ins kalte Wasser und er darf gleich mal am Anfang dabei sein und ein Projekt mit aufnehmen. Ja, also Leute, wie gesagt, der Herr Neues erwartet noch nicht so viel Enthusiasmus und Professionalität. Jeder hat mal klein angefangen, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nur manche Fahrradfahrer eben häufig nicht besser. da will ich jetzt nicht unbedingt zustimmen, aber... Als ob dich noch nie auf die Fresse geschmissen hat. Doch, schon öfters. Naja, dann... Ich quäle ihn jetzt gerade ein bisschen. Falls ich öfters mal so still bin, ich weiß halt nur nicht, was ich sagen soll. So, damit wir es jetzt endgültig spannend halten, habe ich jetzt auch mal endlich den Stern. Ja. Diese dramatischen Pausen. Alles klar. Okay, erster Stern wäre erledigt. So, wie ist das erste Feeling als Newcomer? Ups, jetzt hau ich gleich das Mikro auseinander. ja. Befremdlich ist es, ne? Wie soll ich sagen, wenn man. Wenn man jetzt das Video dann im Nachhinein anschaut, ist es halt, wenn man seine eigene Stimme hört, etwas komisch. Es ist sehr befremdlich, das stimmt schon. Und ja. Jo,
was soll ich halt noch sagen? Also es ist wie das Typische, wo ich angefangen habe. Ich wusste einfach nicht, was ich reden soll, aber irgendeinen Blödsinn erzählen. Inzwischen geht's ganz gut damit. Ja. So, jetzt machen wir aber wirklich den Geisterfahrer. Ich bin ja so begeistert. Schlechte Witze, check. So. Wie gesagt, es ist viel erlaubt, aber eben nicht alles. Ja. Gut. Ah, diese Pumpkin-Goombas sind auch irgendwie stylisch. Ja. Das Einzige, was ich hier leider nicht einhalten kann, ist meine magische Grenze von 100 Sternenteilen, die ich gerne pro Welt oder pro Mission hätte. Denn die brauchen wir ja für die Vielfraße. Du kennst das Storm mit Lima. Ja. Die Sternenteilfresser. Ja. Hoppa. Also Mario Galaxy kennt er, mit Luigi hat er noch nicht gespielt. Aber ich kenne es halt von diese Fressviecher, sage ich jetzt mal. Die Gormit-Lumas heißen es einfach nur. Ja, aber doch. Ja, also er kennt Mario Galaxy aufgrund dessen, dass er schon mal gesehen hat. Naja, klar. Oder dass man es vielleicht auch schon mal gespielt hat. Vor allem, sie sind noch in Mario Galaxy 2 präsent, aber ich glaube, das kennst du eher nicht. Hm. Oder kennst du Mario Galaxy 2? Nicht so richtig. Hey, du willst ihn haben, da musst du mich im Rennen besiegen. Nochmal mit links. Scheiße, Geisterfahrer! Alle auf die rechte Spur, sofort! Captain, der Vater war nur links. Oh oh, das ist ein Problem. Es kommt davon, wenn man rechts und links immer vertauscht. Machst du gerade das von Traumschiff Surprise nach, oder wie? Nicht ganz, also so eine eigene Version davon. Wer von euch allen hat bitte Traumschiff Surprise alles gesehen? Hier gibt es auch eine Mega-Abkürzung, Leute. Ich habe es zum Beispiel gesehen. Also hier gibt es eine Mega-Abkürzung, wenn man will. Ich versuche mich jetzt da nur irgendwie durchzumogeln. Hat funktioniert. Nein, komm. Was ist denn das? Das ist das gleiche, nur mit einer Kugel vorne dran, also... Okay. Ui. Nein. Komm her. Wir haben einen riesen Vorsprung, Alter. Der Typ erreicht so bei 1 Minute 20 das Ziel. Ah, da passiert jetzt nichts mehr großartig. Okay. Da ist's! Dun. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir den Stern. Hui! You spin me right round, baby, right down. When you go down. Naja, ist ja down gegangen, er hat verkackt. Was will man machen? Ja. Mein, grundsätzlich, die Missionen sind jetzt noch nicht so schwer, aber. Ja. Es kommt halt immer drauf an, wie gut man auch ist. Vor allem, es ist jetzt kein Spiel, was für unsere Altersgruppe noch geeignet ist. Ja. Also mehr oder weniger, also die Zielgruppe ist eine andere, aber Mario Galaxy ist einfach ikonisch. Ja. Wobei 64, glaube ich, der legendärste Titel aller Zeiten war. So, was haben wir? Den fetten Boss haben wir noch. Den machen wir jetzt. Okay. Bei 64 kann ich nicht so richtig mitreden, weil ich es noch nie selber gespielt habe. Es gibt Millionen Speedruns auf YouTube, also bist du narrisch. Aber wobei, du hast mir zugesehen. Ja, das schon. Ich meine, gut, es ist immer der Unterschied, ob ich ein Spiel selber spiele und das Feeling habe, oder ob ich nur zuschaue. Also Let's Plays sind eine echt gute Möglichkeit, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Spiel nicht leisten kann oder will, dass ich trotzdem den Inhalt davon mitkriege, oder wenn ich einfach auf den Geschmack kommen möchte. Das ist schon nicht schlecht. Und im Übrigen nicht verwechseln, das hier ist nicht die Vorderseite des Schlosses, das ist die Rückseite. Und auch hier ist es möglich zu bescheißen, denn ihr seht schon, hier hinten gibt's den Sternenring. Ich wollte Sternenschoss sagen, aber was soll es? Ich weiß auch nicht genau, wie es heißt. Sternentor, glaube ich. Ja, sag mal einfach Sternengeschoss. Sternenschleuder. Jetzt mal wirklich so eine Frage, wie bist du eigentlich, du hast mir ja gesagt, dass du vor Zelda nicht gemocht hast oder sowas,
Aber wie bist du dann auf den Geschmack gekommen? Das ist geschehen, ich hatte mal als Kind eine etwas miesere Krankheit und ich hatte einfach nichts zu tun. Und das einzige Spiel, was ich noch nicht ewig lange durchgespielt oder ewig oft durchgespielt habe, war The Legend of Zelda. Das war damals Ocarina of Time und das war die einzige Möglichkeit, Beschäftigung zu finden. Ich bin allerdings nicht weit gekommen, muss ich ehrlich dazu sagen. Ich bin so, ich glaube, durch den ersten Dungeon oder so gekommen. Danach habe ich Hilfe bekommen. Ich war ja auch noch damals ziemlich jung. Auf was hast du das gespielt? N64. Damals noch wirklich originale N64. Hier könnte man sich Sternenteile holen oder Münzen, ich weiß nicht genau. Irgendwie ja. Sternenteile. Ja. Falls du Taschentücher brauchst, ich habe welche hier. Na was. Naja, mit Rotz aufnehmen ist nicht so cool. Na, nur öfters muss ich halt husten. Und das ist halt nicht so cool. Ja, ich meine, ihr dürft jetzt nicht erwarten, den nächsten Part-Spiel im Übrigen eher. Ja. Ihr dürft nicht denselben Skill erwarten. Es wird auch etwas vom Spielverhalten anders sein, wie bei ungefähr jedem normalen Menschen. Weil es einfach anders ist. Mhm. Wie soll man es anders sagen? Ja, also im Grunde genommen, ja, du kommst schon noch rein. Ja. Was man macht, darin wird man besser. Ich werde halt ein bisschen langsamer spielen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen leiser sein. Also ich bin ja doch schon, ja, ich kann dieses Multitasking, ich kann nebenbei einfach so spielen. Ja, du bist das halt schon gewöhnt, nur weiß ich halt nicht seit wie vielen Jahren. Naja, 2015 ging der Kanal online, also... Seit jeher, dann durchgehend. Bis auf ein paar Phasen, in denen es mir nicht so gut ging. Hast du halt, glaube ich, wahrscheinlich keine Folgen rausgebracht? Sowas. Ja, die ganze Zeit einfach nur, Kanal hat jetzt existiert, aber Arbeit nicht gut existiert und war auch jetzt so nicht erfolgreich oder was. Also ja. Ich bin ja jetzt gerade mal bei den 112 Abonnenten oder was ist jetzt hin. Ja. Ist jetzt auch weder wichtig noch Drama. Ich wollte ja damit nie Erfolg haben oder was. Ich wollte einfach Spaß machen. Ja, was hat eigentlich der letzte Part für Aufrufe? Müsste ich nachschauen, weiß ich jetzt ehrlich nicht auswendig. So, ich könnte hier den Doppelpilz, also die doppelte Lebenskraft erhalten. Ich werde es aber lassen. Ich behalte mir die Sternenteile. So schwer ist der Boss auch nicht. Wobei er mich als Kind ziemlich fertig gemacht hat. Das ist einer der schwierigsten Bosse und auch einer der geilsten. Wie heißt der jetzt oder was hast du ihm für einen Namen gegeben? Steinheine. Ja. ich weiß es nicht. Ich müsste nachschauen, wie er heißt, aber... Falls ich halt öfters mal so ruhig bin, ich weiß halt nicht öfters, was ich sagen soll. Du musst dich ja vor allem auch konzentrieren später, das wird dann ein ziemliches Gehadere bei ihm. Ja. Dumm. Und das ist auch am Anfang echt gemein beim Let's Play. Also, ja. Im Übrigen bei dem Boss, falls du den Tempokometen abkriegst, immer schauen, dass du eine freie, durchgängige Bahn hast. Ja. Zwei gleich. Ja, bringt nur nichts. Na, er ist noch nicht tot. Das war der Gaumen. Ich weiß nicht, was das Zäpfchen da hinten ist. Das kann ich dir ehrlich nicht sagen. Aber. Das kannst du wie mit dem Mund vergleichen. Naja, möglich ist es. Ne? Ich will nur noch, dass ich ihm die Hand gebe. In Steine. High five, ne? Ja. In den goldenen sind Münzen drinnen. Das werden aber eh die meisten wissen. Ja, vor five, weil er hat nämlich nur vier Finger. Oh! Boom! Gleich zwei Treffer auf einmal. Das ist. Hoppa. Oh. Ja. Im Übrigen, man kann die Dinger auch zerschießen, wenn man will. Mit den Sternenteilen. Und wir haben ihn wieder. Yep. So, das war jetzt ein Perfect Run. Allerdings muss man dazu sagen, das ist nicht immer möglich. Ich sag mal so, als Kind hat mich der Boss echt geflasht, da hatte ich wirklich schwere Probleme.
Kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, weil man ja mit diesem Bus auch umgehen können muss. Ja. Ich habe auch zum Glück, dass ich jetzt auf der Switch die Generation 3 Controller habe. Also die Joy-Cons. Weil mit dem Stick Drift zu spielen wäre, glaube ich, ein bisschen scheiße. Ja. Was? Die sind speziell im Übrigen. Also ja. Das sind die The Legend of Zelda Skyward Sword. Auch ein sehr geiles Zelda. Okay. Weil ich kenne nämlich nur die originalen. Die schwarzen und die Neonfarbenen. Ja. Es gibt noch. Schau, Risikokomet. Wir können ihn mit einem Leben besiegen. Was? Nochmal. Das ist der Risikokomet. Es gibt. 5 verschiedene Kometen. Wollen wir den machen oder. Wie lange dauert der? Sehr kurzweilig. Wir können nachher noch eine Mission machen. Aber es wäre ein bisschen unfair, wenn ich dich da im nächsten Part direkt reinpfeffer. Ja. Risikokomet Weltallschutt. Phantomgalaxie. Ich glaube, das blöde Viech heißt sogar irgendwie Herr der Phantome. Ich drücke immer Minus. Man kann man den Einspieler nicht überspringen, den kenne ich ja eh schon. Das ist das Gemeine bei den Kometen, ist halt, dass ich die 100 Sternenteile nicht sammeln kann. Oder meistens nicht, außer bei den Tempokometen. Ja. Oder heißen die Zeitkometen? Bin ich mir jetzt unsicher. Wie gesagt, du hast da mehr Erfahrung drin als ich. Naja, logisch, nach über 5 Jahren. Ja. 6 Jahre sind sie eigentlich schon. Ja. Ich glaube. 2015, Mai 2015 habe ich angefangen. Und, jetzt sind 7 Jahre. Oder 6 Jahre. Na, 6 Jahre wären es am 21er gewesen. Aber da hast du. Also ungefähr 6 Jahre sind es, wenn man diese eine Low-Time-Phase mitzählt. Dann sind es 7. Ja. Weil ich habe ja wirklich ein Dreivierteljahr lang nichts gemacht. Das war halt einfach so. Ich weiß nicht, ob du einen Kanal erstellt hast und ein halbes Jahr. Nein, ich hab den Kanal erstellt am 1. Mai 2015 und am 3. kam schon das erste Video von mir. Ah, okay. Und dann war halt so eine große Phase, wo ich dann einfach, ich konnte einfach nicht mehr. Es war mir einfach die komplette Welt zu viel. Du hattest natürlich auch Schulstress und das Ganze, glaube ich. Damals war ich in einer anderen Institution, das war mir dann ziemlich egal. Muss ich ehrlich zugeben, also die Schule war echt der 7. Kreis der Hölle. Ja, und dann kam die HTL-Zeit. Schönste Schulzeit aller Zeiten. Ja, jetzt halt ist sie vorbei, wegen Matura, Abitur halt für die Deutschen. Was wir hier nicht erwähnen müssen. Das war ein Scherz. Achso, ich hab gedacht, ich hab... Nein. Ich verarsche das immer nur so ein bisschen. Ja, okay. Nein, okay, also ich bin jetzt fertig mit der Schule und ja. Es war mal langweilig. Aufgrund meiner exquisiten Ausbildung habe ich mir natürlich einen Job gesucht, der meinen Fähigkeiten entsprechend mich fordert. Und was soll ich dazu sagen? Ich bin der Experte für jeden Dreck. Nennt man auch Müllabfuhr. Ja. Es ist wahr. Er kann es bestätigen. Ja. Ja, aber es ist ziemlich angenehm, weil vor allem man nimmt schnell ab und viel Bewegung hat man auch. Man sieht den ganzen Bezirk. Man und die besten Kaffeehäuser kennt man. Und man lernt auch neue Leute kennen. Ja. Wann bist du ungefähr zur Müllabfuhr gekommen? Ja, vor einem Jahr, aber das wissen die Abonnenten. Das habe ich schon mal in ein paar Parts erwähnt. Ach so, okay. Ich meine, gut, damals, du kanntest mich ja noch nicht. Wie soll's doch? Okay, Abschlussprüfung Schwimmklasse. Das ist eh, glaube ich, fast bald ein Jahr, dass wir uns beide kennen. Fast. Also ich glaube, kennengelernt hast mich ungefähr Weihnachten letztes Jahr. Davor hast du mich nur vom Hörensagen gekannt. Zuerst vom Hörensagen, dann warst du mal bei uns. Ja, so. Wir kennen uns auch im Privatleben, wir sind nicht nur Arbeitskollegen. Na, ja. Naja, jetzt sind wir Arbeitskollegen. Ja. Auch wenn die Arbeit ziemlich, naja, einfach ist, ja. Wenn man es mal drauf hat. Aber das ist wie mit allen Dingen. Wenn du es drauf hast und es dir gefällt, dann ist es irgendwie keine Arbeit. Mhm. Das Schlimmste ist nur daran, das Schöne daran ist, wenn du mitten in der Folge bist, du kannst einfach mittendrin einen Cut machen, kannst einfach mal einen Kaffee trinken gehen.
So, ich muss mit dem Pinguin da oben reden. Na, das ist jetzt kein hähnliches Moped. Ach so, das. Das gibt's nicht. Ich sah auch die Abschlussprüfung in die Schwimmklasse ab. Sicher. Ja, der Test besteht darin, Panzer in mir aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Oh, wer wohnt denn da? Das ist ganz tief im Meer. SpongeBob, schwachen Kopf. So, irgendeiner dieser Affen hat jetzt den. Aber den will ich jetzt gar nicht so verwenden, dass ich den zurückbringe. Das darfst du nämlich im nächsten Part machen. Ja. Wirklich, mal kurz eine Frage am Ende. Das will ich dann mal in den Kommentaren bitte lesen. Wer hat alles SpongeBob wirklich durchgesuchtet? Vom Schauen her. Da gibt's einige. Ich glaube, mehr als, ich glaube, 3/4 der Welt, sowas. Keine Ahnung, müsste ich ehrlich nochmal nachschauen. Das sagen wir dann halt im nächsten Part. Ich kann auch den linken Controller schütteln, das bemerke ich jetzt. Ich will mir den rechten geschütteln. Na, der Part, lieber Prilius, der geht noch ein bisschen weiter. Ja. Denn wir müssen ja noch den Sternfee jetzt holen. Im Regelfall sind die Parts nämlich immer so zwischen 20 und 25 Minuten. Mhm. Das ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Ey, da komme ich ja. Möchte gern Ente. Kataquack heißt das. Ist das eigentlich eine Begrenzung bis zu ein paar. Bis zu ein paar Minuten von einem Part? Oder kann man jetzt 3 Stunden aufnehmen und das in. Auf, sagen wir mal, 1,5 Stunden runterschneiden. Das machen viele, vor allem bei so langwierigen Let's Plays, wie ich das dann später machen werde. Bei, wie heißt es gleich? Xenoblade. Mhm. Ice Luigi. Ice, Ice, Baby. Na komm, was ist? Lauf. Da sind wir dabei. Das ist prima. Ja. Die Fähigkeit verschwindet auch nach einiger Zeit, oder? Ja, ja. Das ist nicht wie ein. Ja, und jetzt ist sie weg. Jetzt müsste ich eigentlich mit Mario wieder nach unten. Aber wer glaubt, dass ich mit Luigi das nicht zusammenkriege, der irrt sich. Ich habe sogar, ich glaube, im ersten oder zweiten Part war das, dass du nämlich mit Luigi auf sein Haus gesprungen ja, das, bist. Ja, das geht mit Luigi echt easy. Aber halt so, ein bisschen gebraucht hast. Der Kataquack, der muss uns jetzt hinterherlaufen. Bingo. Ich bin schon ein bisschen geübter dahin. Aber Leute, mehr von meinem Skill gibt's im übernächsten Part. Denn im nächsten Part spielt Aprilius, nämlich Luigi. Ja. Er hat schon ein bisschen Furcht davor, sehe ich. Ja. Na dann, erwarten wir das Gefehl im nächsten Part. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.